So, und willkommen. Oh, ich habe jetzt noch keinen Autocheck gemacht, ob die letzte Aufnahme auch gut war. Mache ich mal schnell während der Aufnahme. Zugeht ist ja nicht schlimm, aber die Tür bleibt zu. Ja, geht gut. Sehr schön. Dann können wir direkt weitermachen. Nicht, dass Audio schon wieder scheiße ist. So, wir kommen zur vorletzten Map in dieser Episode. Der schießt ganz schön schnell. Wow. Achso. Okay, das ist auch keiner. Nicht, dass das jetzt eine Falle ist. Und hinter mir ist einer. Ah! Oh, diese scheiß Strömung. Warum hier ist alles ruhig? Warum ist da jetzt auf einmal Strömung? Die ist da gar nicht. Hä? Warum wurde ich denn zum Gitter rangezogen? Ich wurde gerade ohne Scheiß zum Gitter hingezogen. Ich habe nichts gedrückt. Ach Mann, Alter. Fängt ja wieder gut an hier. Ich hasse euch alle. Warum gab der Crossbow nur 10? Ich dachte, der gibt immer 20. Na egal. So, genau. Munition haben wir alles voll. So wie es sein sollte, wenn man eine Map verlässt. Dann sind wir wieder Magier. Nein, nicht zu gehen. Wow, 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 wow. Das ist trotzdem schon wieder ab. Halleluja. Das ist eine richtige Festbestimmung. Bitte was? Wenn ihr gerade nicht sehen könnt, macht euch nicht draus. Ich sehe auch kaum was. Die Map hat mir gerade das Licht ausgeknipst. Oh, ich schieße nicht nach unten, Junge. Da unten die Magier. Oh, dieser scheiß Auto-Aim. Das ist das, was ich meinte, dass das Auto-Aim teilweise halt auch beschissen ist. Wenn du halt in der Ferne einen jemanden treffen möchtest. Ja, der zieht das Auto-Aim automatisch nach unten, weil unten einer vor dir ist. Danke dafür, Merkel. Aber was machst du denn hier direkt an der Tür? Gelbes, da kommen wir nicht rauf. Gut, hier gehen wir da weiter. Ja.
Vielleicht wieder eine Treppe, wo wir nicht raufkommen. Wahrscheinlich wieder mit Schalter oder so. Keine Ahnung. So. Aha. Na, schau mal an. Gut, da kann man das Ding garantiert doch aufmachen. Vorher speichere ich aber. Ach so, na, geht da. Ich dachte schon, da kommen wieder überall so eine komischen Köpfe raus. Ich hatte gerade irgendwie mit Magier gerechnet. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil es die immer macht. Außer wenn man damit rechnet, dann nicht. Was erwartet uns? Ach, so eine Pille gegen den Jäger. Da brauchen wir die Waffe natürlich nicht. Das ist ja hier. Da reicht die ja komplett aus. Okay. Ah! Okay. Alter, was denn? Das gleich schon nochmal in rosa oder was? Achso, ja, müssen wir hier. Jetzt nochmal, oder? Ah! Voll kreativ. Okay, gut. Wir haben immer noch kein Key. Da kommen wir also immer noch nicht vorbei. Aber durch. So kommen wir hier in die Magier rein. Nein, weil immer noch die ganzen Flachkörper sind. Ich würde gerne da oben die Magier loswerden. Weil die gehen mir schon echt hart auf den Sack. Gut, wir locken die anderen, die im Wasser sind, mal alle hier nach hier. So, jetzt kann ich schon zu den Magiern gehen und alle umbringen. Alle. Bitte stirb doch einfach mal. Ja, der erste ist weg, der erste ist weg. Nein, das ist schon wieder nach unten. Fick mein Leben, dieses Auto-Aiming. Und ja, ich werde es nicht deaktivieren, weil es ist bei. Es war damals genauso. Es ist. Das gehört halt dazu. Oh, er ist schon weg. Apropos Köpfe, die random auftauchen. Danke dafür. Scheiße, ich krieg mein Leben. Ach, leckt mich doch alle am Arsch. Oh, hier ist Boni. Ja, Boni haben wir alle gern. So, hier ist die Rüstung. Hier kommen wir nicht rauf, da geht's weiter. Da ist ein Magier, danke dafür. Und Schalter. Wahrscheinlich für die Treppe und für eine Falle. Auf die Treppe. Ah, wir haben unseren ersten Key. Sehr schön. Dann können wir direkt durch die Tür durch. Hallo? Speichern? Dankeschön. Oh Gott, Alter. Was ist das für eine Horde hier? Was ist hier denn des Wahnsinns? Das war schon? Kam mir mehr vor. Gut, dann können wir uns ja jetzt um diesen komischen Flachkopter kümmern. Wobei ich nicht weiß, ob sich das lohnt. Müssen wir da hin? Ja doch, da ist Boni drin, da müssen wir wahrscheinlich hin. Ich hoffe mal, ich kann hier sauber durchschießen, ohne mich selbst umzubringen. Ja, es geht. Aua! Fuck my life. Wollte gerade schon angeben, durch diesen engen Spalt kommen ihre Tornados nicht durch, aber ja. Die haben ja nicht nur Tornados, sondern auch noch andere Waffen. Das sollte ich vielleicht bei meiner taktischen Strategieüberlegung nächstes Mal mit berücksichtigen. Ich habe gehört, dann liegt man länger. So, da geht es offensichtlich weiter. Oh, wir werden schon erwartet. Dann lieber wieder raus. Gut, haben wir. Noch mehr? Uah. Alter.
Könnte ich nächstes Mal gleich alle kommen? Blue Key. Achso, ja klar, da oben sind die Dinger. Da kommen wir nicht drauf. Ach du Scheiße! Boah! Heilige Kacke! Ave Maria Josef. Okay, ich glaube, er ist tot. Danke. Denn hier ist ein Schalter. Hallo. Hallo, die Post ist da. Na gut, da kommt keiner mehr. Ja, schön. Wadalalala. Wem fällt was auf? Dumme Frage, hier ist eine andere Fackel. Hä? Ey, ich hätte schon gedacht, das ist ein Secret. Mann, oh. Warum ist da eine andere Fackel? Ich verwechsel immer Fackel mit Flagge. Ich meine natürlich eine Flagge, keine Fackel. Egal. Drücken wir erstmal den Schalter. Boah, schnell raus hier. Komm her. Komm her oder bleib stehen, Junge. Ich hau dich gleich. Na komm. Geht doch. Ah, wow. Ein Secret, was man mit einem Schalter öffnet. Von wo kam das gerade? Na, ich eine wieder übles. Er sah. Nee, er kam, sah und schrie. Oh, ein Vogel. Sogar mehrere. Okay, zwei. Das Problem ist, wie man gerade gesehen hat, sein komischer Bodenblitz-Dingsabumser da geht leider auch über Kanten drüber. Das heißt, wir sind hier oben ganz schön strategisch benachteiligt. Ich hoffe mal, ich kann ihn hier mit. Wobei, er frisst da einfach zu viel Munition. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Können wir irgendwie rauslocken? Ah! Oha! Dass ich das vielleicht probiert habe. Na Mann! Das war ja voll daneben! Scheiße! Ja! Voll gegen die Statue gekracht, Rücken voraus, danke dafür, Merkel. Oder vielmehr Iblali. So. Mann, so viel unwegsames Gelände hier. Was willst du da machen? Alter. Überall sind scheiß Statuen und. Fuck my life. Fuck my life! Ja, komm, leck mich halt. Nicht nur überall festhängen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ui. Ui, Mann, renn doch nicht hinterher.
Braucht keine Paparazzi. Ah, ich hänge fest. Scheiße. Alter. Boah. Diese Statuen, die sind echt, au. Ach, da siehst du jetzt noch ganz viel rote Munition. Die ist ja relativ effektiv gegen ihn. Wenn er mal still bleiben würde. Geht doch. Meine Güte. Ups, das war jetzt letztes Mal zu viel. Egal. Das Wissen ist nicht so schlimm. So, jetzt haben wir hoffentlich das, was hier alles auf Munition liegt, möglichst effizient verteilt. Oder besser gesagt, haben wir unseren Verbrauch auf das, was hier rumliegt, möglichst effizient verteilt. Ich halte das schon mal mit. So, lala. Ein paar Flashkins können wir gut gebrauchen. So, war hier oben noch was? Ja. Sehr schön. So, da unten sind jetzt 4 Teleporter. Na super. Welche nehmen wir zuerst? Ah ne, wir kommen nur auf 2 rauf. Oder? Ne, da oben kommen wir nicht lang. Da haben wir gerade probiert. Ne, kommen wir nicht lang. Okay. Also nehmen wir erstmal den linken. Ach, da wo diese komischen Magier da waren. Okay. Der andere kommt jetzt nicht drauf. Dann geht's in den rechten. Oh, dann sind Vögel. Okay, das heißt, dann spawnt hinter mir gleich auch ein Vogel. Oder spawnt nicht, sondern kommt da raus. Sobald ich den Schalter umlege. Ja. Geht doch. So. Ah, das hat die beiden Dinger da gelauert. So, machen wir wieder links und dann rechts, oder? Da ist ein Item drauf. Aha. So. Okay, gucken wir mal. Das war kein Teleport. Ach, der glitzert ja auch gar. Okay. Das war eine astreine Falle, deswegen glitzert das Ding auch gar nicht. Das ist einfach nur ein Türöffner. Und du schickst uns zum Krüki. Na, schau mal, na, guck. Ja, das ist natürlich nett hier mit der kleinen Falle. Ach komm, wir erledigen sie trotzdem. Einfach weil hier gerade so viel Munition dafür rumliegt. Wobei, wir gucken erstmal, was hier drin ist und dann. Ne. Wow. Ach so. Hab mich gerade schon gefragt, warum er so extrem nach oben gezogen hat, aber da oben war ein Vogel. Alter. Scheiße dunkel hier. Ich bin mal still hier. Okay. Wie sieht's aus mit Fackeln? Da haben wir nur eine einzige. Ah, da setze ich die mal lieber auch noch nicht ein. Aber wir speichern mal kurz. Komm her. Oh. Dann ist die Fackel. Okay, gut, dann kann ich doch die Fackel einsetzen. Beziehungsweise wir rennen hier einfach mal ganz kurz kreuz und quer rum. Und machen mal ein bisschen. Okay, hat gar nicht so viel gebracht. Ich dachte, es wird ein bisschen heller. Ja gut, dann ja, locken wir einfach erstmal alles raus hier, was irgendwie Beine hat. Und sterben dabei schön. Genau, von hier kamen wir. Sehr gut. Da kommt jetzt eine ganze Horde mit einmal, aber es ist doch eher ruhig hier. Okay, einmal im Kreis gelaufen.
Da ist ein... Nee, ist nicht falsch. Da muss ich rein. Okay, auch bloß ein Kreisverkehr? Gott. Wer findet denn sowas? Okay, da geht's wahrscheinlich raus. Ich wollte gerade sagen, hier geht's raus, aber geht scheinbar doch nicht raus. Oder doch? Gut, dann gucken wir einfach noch woanders. Wobei, so wie es aussieht, haben wir alles andere bereits erkundigt. Nee, mehr gibt's hier gar nicht. Gutchen, na gut, dann gehen wir. Wo war das jetzt? Doch, genau hier. Einmal straight raus. Och nein. Mann, ich hasse diese Köppe. So. Och, scheiße. Ah. Ja, ja. Strömung geht natürlich nicht nur auf dem Wasser, sondern Strömung kann man natürlich auf allen Sektoren machen. Und das dann zum Beispiel als Wind verkaufen. So, Powered by hier oben weht ganz starker Wind und drückt dich nach rechts. Zum Beispiel so. Okay. Klappe zu, Affe tot, rennen wir halt mal rüber, müssen wir halt nur schräg rennen. So, sah ein bisschen sah ein bisschen komisch aus, aber solche Manöver kenne ich bereits mittlerweile. Wenn man genug Übung hat, dann kann man sogar relativ schnell rein. Die werden rein teleportiert, leckt mich am Arsch. Immer diese Scheiße rum. Wow, das ist nicht das. Ach komm, ich gehe. Ist mir zu blöd. Ist mir tatsächlich einfach zu. Ich glaube, hier wurde doch ein bisschen mehr rum teleportiert. Oh, wow. Oh, danke. Wo war der Ausgang? Nein, das war nicht der Ausgang. Von hier? Nein, von aber. Also, wo kamen wir denn? Doch, von da. Sehr schön. So. Was ist jetzt hier alles gespawnt? Oder herteleportiert worden oder rausgelassen worden oder nennt es wie ihr es wollt? Ist mir egal. Gar nicht so viel. Na gut. Oh, eine Map. Nehme ich gern mal an. So, haben wir genau irgendwo ein bisschen was von der roten Munition rum? Oh ne, halt, jetzt gehen wir wieder nach oben. Da will ich jetzt nicht hin. Liegt hier noch irgendwo was von der roten Munition? Wie sieht es mit dem blauen aus? Ah, bei der blauen Kette. Ach du Scheiße. Ich will Munition bekommen und nicht welche verbrauchen. Egal, ab nach oben. So, genau, von der roten Munition war hier noch, hoffenweise. Okay, wir haben den blauen Key. Der blaue Key war hier. Oh. Das sieht mir hart nach Exit aus. Mann, mal rein in die gute Stube. Kein Magier? Der schon? Na gut, da waren doch schon meine Totenköpfe. Von daher, ach ja, ist ja jetzt Bossmap, ne? Hm. Ja, ja. Oh Gott, Alter, überall Vögel, ich glaub's ja. Ich glaub das ja nicht. Ja, bis dann. Da werden wir Freude haben. Mm.